Ohne Angst auf dem Behandlungsstuhl liegen, für Andrea Heine vor ein paar Jahren undenkbar. Als sogenannte Angstpatientin vermeidet sie den Besuch beim Zahnarzt über Jahre hinweg. Vor rund 20 Jahren fängt alles an. Es gab das Erlebnis in der Kindheit, wo ich zwischen 10 und 11 Jahre alt war, dass dieser Zahnarzt damals sehr rabiat, sehr laut war von der Stimme her und mich regelrecht, obwohl Schmerzen vorhanden waren, gezwungen hat, dass ich auf dem Stuhl sitzen bleibe. In der Biberacher Praxis von Dr. Susanne Forschner-Dannecker läuft das alles ganz anders. Sie ist spezialisiert auf Patienten wie Andrea Heine, möchte ihnen die Angst vor dem Zahnarztbesuch nehmen. Und das fängt schon vor der eigentlichen Behandlung an. Viele Patienten kennen die Zahnarztbesuche so, dass sie ins Behandlungszimmer geführt werden, dann legt man die Serviette rum und dann sitzt man da erstmal einige Minuten alleine und kann die Instrumente und die Lampen und die Schubladen und den gefährlichen Inhalt betrachten oder sich vorstellen. Und ich lege Wert darauf, dass bei mir ein Patient nie alleine im Behandlungszimmer sitzt und dass ich auch nicht gleich mit der Behandlung beginne. Deshalb führt Dr. Forschner-Dannecker mit jedem Patienten zunächst ein ausführliches Gespräch. Angstpatienten brauchen einen verständnisvollen Zahnarzt mit Geduld und Einfühlungsvermögen. Jetzt sind Sie da, Frau Heine. Ja. Und was darf ich für Sie tun? Dass Sie mir die Angst nehmen. Mhm. Ja, die Sicherheit einfach geben, dass nichts passiert. Sei es jetzt für die Schmerzen her. Mhm. Oder ja, dass man keine Angst haben muss. Den Patienten und seine Ängste ernst nehmen, das ist für Dr. Forschner-Dannecker das Wichtigste. Im Vorgespräch geht sie auch ganz genau auf die anstehende Behandlung ein. Sie nimmt nur zuvor abgesprochene Eingriffe vor, egal ob reine Kontrolle oder größere Maßnahme. Und auch ein Kopfhörer gehört zur Praxisausrüstung. Viele Patienten bringen ihre eigene Musik mit, zur Ablenkung und somit zur Entspannung. Andrea Heine kann beim Meeresrauschen am besten abschalten. Zusätzlich helfen ihr Atemübungen. Wenn Sie möchten, können Sie jetzt sich mal ganz auf die Musik konzentrieren, die Sie hören, oder auf die Geräusche, die Sie hören. Und sich ein Bild vorstellen, das zu diesen Geräuschen, zu dem Meeresrauschen passt. Und vielleicht ist es einfacher, wenn Sie Ihre Augen für diese Vorstellung mal schließen und mal hinspüren, wie hier genau zwischen den Augenbrauen in Ihrem Kopf ein kleiner Bildschirm entsteht, auf dem Sie das Bild sehen, das zu diesen Geräuschen passt. Bei der eigentlichen Behandlung legen Dr. Forschner-Dannecker und ihr Team auch sehr viel Wert auf die richtige Wortwahl. Eine angepasste Sprache ist bei Angstpatienten extrem wichtig. Es gibt ganz bestimmte Begriffe, die nicht erwähnt werden, zumindest von meinem Personal und mir. Nicht zum Beispiel Schmerz oder Zange, Spritze, Bohren, Wehton. Es tut nichts weh, sondern man wird etwas spüren, sie spüren einen leichten Druck. Bei den Kindern sagt man dann, es kitzelt oder es zwickt ein bisschen oder es brummt. Und auch diese Plüschtiere kommen bei Angstpatienten, übrigens auch bei Erwachsenen, zum Einsatz. Andrea Heine ist dank Dr. Forschner-Dannecker nun eine ganz normale Patientin, ohne Angst und Panik. Die Auslöser dafür waren einfach, dass die Frau Doktor ihm ganz genau erklärt hat, was sie macht. Dass sie gesagt hat, ich soll mich einfach melden, wenn irgendwas mir schmerzt oder mir wehtut. Sie hört dann sofort auf. Und dass sie mich einfach beruhigt hat. Mittlerweile verlässt Andrea Heine die Praxis nach jedem Zahnarztbesuch mit einem Lächeln. Und zwar nicht aus Erleichterung, sondern weil sie keine Angst mehr vor dem nächsten Termin haben muss.